Der Weg nach Tabrom führt durch ein Eingangsportal, wie die Tore von Angkor Thom ein Turm mit den vier Gesichtern eines Bodhisattva. Eine kurze Strecke läuft man nun durch Urwald, ohne ein Bauwerk zu sehen, um dann beim ersten Anblick dieses Chaos aus Wurzeln und Steinen sich wie der erste Entdecker von Angkor zu fühlen. Tabrom, der Tempel von Brahma dem Ahnen, wurde 1186 von Jayavarman den Siebten zu Ehren seiner Mutter errichtet. Sie wurde als Prajna Paramita vergöttlicht, Mutter aller Buddhas, Herrin der Perfektion des Wissens. Zur Regierungszeit von Jayavarman war Tabrom als königliches Kloster bekannt. Im Inneren des Mauerrings lebten nicht weniger als 12.640 Menschen. Zum Kloster gehörten 18 Hohepriester, 2.740 Priester, 2.232 Novizen, darunter 615 Tänzerinnen. 3.140 Dorfbewohner sorgten für den Betrieb des Tempels. Insgesamt hielten sich zusammen mit allen Dorfbewohnern 79.365 Menschen in Tabrom auf. Von der gesamten rund 60 Hektar großen Fläche nahm Tabrom einen Hektar ein. Tabrom ist der einzige Tempel, der in dem Zustand belassen wurde, in dem ihn die Archäologen entdeckt haben. Leider durch das Kameramikrofon nicht zu hören, das Echo bzw. der Hall, den der Schlag auf die Brust provoziert. Tabrom legt beeindruckend Zeugnis ab über die Vergänglichkeit der Menschenwerke und die Macht der Natur. Wie Tentakel von riesigen Kraken umarmen die mächtigen Wurzeln der Urwaldriesen die Türme, Fassaden, Portale und Mauern dieses Bauwerkes. Sie sprengen selbst die dicksten Wände, doch bewahren sie sie durch ihre Umklammerung vom Einsturz, wodurch sie gleichzeitig Zerstörer und Erhalter in einem sind. Die Zeit hat in Abwesenheit des Menschen hier ihr eigenes Kunstwerk geschaffen. Wurzeln huschen wie Schlangen durch dunkle, vom Einsturz bedrohte Galerien, Reliefs sind von einem Kranz aus Blättern künstlerisch eingerahmt und vor manchem Portal haben sich über die Jahre hölzerne Säulen gebildet.
Das wilde Durcheinander von eingestürzten Türmen und Galerien macht den gesamten Tempel zu einem unheimlichen Labyrinth. Besonders zwei Bäume sind für diese zerstörerische Macht verantwortlich: der Kapokbaum und die Würgefeige. Beide beginnen ihr Leben als kleine Setzlinge in den Nischen der Mauern und Dächern. Auf Nahrungssuche lassen die feinen, dünnen Wurzeln keine noch so enge Fuge aus und wachsen schließlich über die Gebäude hinab ins Erdreich. Taprom war keine Nachbildung des Berges Meru, sondern hatte, wie bereits erwähnt, die Funktion eines buddhistischen Klosters. Wie das Jasmin. Ah, oh, recht gut. Was ist das? Thank you.